Nächster Redner in dieser Debatte ist Alexander Melchior von der ÖVP. Beginnen, was auch schon der Kollege Brandstätter gesagt hat, nämlich mit einem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außenministeriums. Und ich weiß, dass einige von Ihnen zuschauen werden, jetzt nicht meinetwegen, ehrlicherweise, aber ich weiß, dass Sie immer diese Debatten auch sehr, sehr, sehr gerne beobachtet haben. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich an eine Geschichte zurückerinnern, die vor einigen Tagen passiert ist. Der Botschafter in den USA, Martin Weiß, hat ein Foto gepostet. Und nein, es ging dabei nicht um die US-Wahlen oder die Farbpracht des US-Präsidenten, sondern es ging dabei um etwas, was wir letztes Jahr hier im Parlament einstimmig gemeinsam beschlossen haben und was mich extrem freut. Die ersten Nachfahren von NS-Opfern haben in der Botschaft in Washington die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten und haben sich darüber riesig gefreut. Ich habe da auch die Rückmeldungen bekommen, was das für ein ganz spezieller Moment für diese Menschen war. Und das mitzuerleben und da auch, dass wir hier gemeinsam einstimmig das beschlossen haben, da möchte ich mich bei Ihnen, euch allen sehr herzlich bedanken. Und war eine wirklich großartige Sache, die wir hier gemacht haben. Dankeschön. Aber das Außenministerium ist auch wirklich großartig. Lieber Außenminister, du hast es vorher angesprochen. Die Diplomatinnen und Diplomaten und die Mitarbeiterinnen in den Vertretungsbehörden haben eine unglaubliche Rückhaltaktion gemacht. 7.500 Menschen sind zurückgeholt worden aus 29 Ländern. Keine Selbstverständlichkeit, dass das so reibungslos funktioniert hat. Wirklich großartige Aktion. Großartige Aktion auch, dass die Vertretungsbehörden für die 600.000 Auslandsösterreicherinnen und Österreicher da sind, fürs Unternehmensservice da sind, hier die Menschen bestmöglich vor Ort unterstützen. Und dieses weltweite Netzwerk, was wir haben von den österreichischen Vertretungsbehörden, da ist jeder Cent sehr, sehr gut investiert und es freut mich, dass es hier auch eine Aufstockung der finanziellen Mittel gegeben hat und es eine super Serviceleistung für die Österreicherinnen und Österreicher ist. Wir haben nicht nur einerseits das Vertretungsnetz, sondern wir haben darüber hinaus auch eine Aufgabe, dort zu helfen, wo wir können. Und du hast es vorher schon angesprochen, der Auslandskatastrophenfonds ist verdoppelt worden auf über 50 Millionen Euro. Die Mittel für die Entwicklungshilfe, mittlerweile über 170 Millionen, gibt es eine Aufstockung von über 27%. Das sind wirklich erfreuliche Nachrichten und ich sage das, einerseits ist es unsere politische Verantwortung als christlich-soziale Politiker, dort zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Und darüber hinaus bin ich auch davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, mit diesen Mitteln die Ursachen für Migration und für Armut hier vor Ort zu bekämpfen und hier die Mittel einzusetzen. Vielen Dank auch für diese Möglichkeit. Und zum Schluss möchte ich noch eines sagen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass in Zeiten einer Corona-Krise hier Mittel aufgestockt werden. Aber ich bin überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist und dass es ein Weg ist, den wir auch weiter so gehen sollten. Vielen Dank. Viel Lob für das Außenministerium von Alexander Melchior von der ÖVP.